So, meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch zu diesem Video. Ihr sehen könnt, ich habe mal Probe geparkt hier mit dem Baby auf meinem zukünftigen Hof, beziehungsweise hier wird ja die Garage dann stehen. Das kann man sich noch nicht vorstellen. Ich zumindest nicht. Ihr habt zahlreiche Fragen per Instagram. Folgt mir dort, @ollibaut. Genauso wie auch per YouTube-Kommentare gestellt. Und da werden wir jetzt drauf eingehen. Viel Spaß beim Video. Ja, die erste Frage kommt vom Arne. Grüße gehen raus per Instagram. Machst du jetzt eigentlich einen Bau mit KfW-Förderung? Ja, kann ich direkt ganz kurz beantworten. Wir haben noch eine der letzten KfW 40 Plus Förderungen bekommen. Sprich, 150.000 Euro muss man als Kredit aufnehmen. Plus noch der Energieberater, der dazukommt. Und davon gibt es dann eine Förderleistung von 37.500 Euro noch dazu. Das Programm ist aktuell, wo ich das Video aufnehme, ist das Programm aktuell beendet. Und angeblich wird in den nächsten Wochen, Monaten vielleicht wieder eine Neuauflage dessen kommen, auch für Neubauten. Zwischenzeitlich ist es für Sanierungen ja wieder verfügbar. Mal gucken, ob das wirklich kommt. Frage von Marcel und zahlreichen anderen von euch. Baust du mit Keller? Und wenn ihr euch das Grundstück hier anguckt, könnte man eigentlich meinen, so tief wie hier gebuddelt, gegründet wurde, dass das mit Keller gebaut wird. Es ist aber nicht der Fall. Nein, ich baue ohne Keller. Warum? Kann ich euch ganz einfach begründen, erläutern. Wir haben verschiedene Anbieter für die Häuser auch besprochen und alles Mögliche gemacht und uns Angebote eingeholt für Keller eben. Und Keller kosten heutzutage Pi mal Daumen 100 bis 110.000 Euro. Das war kein Abzockerangebot oder sonst was, was wir da gekriegt haben. Das war von mehreren unabhängig voneinander. So, und bei uns in der Region, wie gesagt, 100, 110.000 Euro von Keller. Sorry, aber das geht einfach nicht. Ich hätte super gern einen Keller, muss ich sagen. Ich bin Keller-Fan. Klar, auch so ein Prepper-Keller. Und man fühlt sich ja im Keller auch irgendwie, ich zumindest, ein bisschen sicherer als oben irgendwie an der Oberfläche. Nichtsdestotrotz, es ist finanziell nicht umsetzbar. Es funktioniert nicht. Meine Überlegung war einfach eine andere. Also nochmal zur Spezifikation von Keller. Keller hätte bedeutet Aufputzsteckdosen, Estrichboden, keine Fliesen, gar nichts verlegt oder sonst was. Also wirklich Nutzkeller, nicht Wohnkeller. Keine Fußbodenheizung, gar keine Heizung. Sondern es wurde gesagt, ja, in der Regel geht man heutzutage hin und legt sich einen, wie heißt das, oder hängt sich an die Wand diese Infrarotheizung. Sorry, aber das ist nichts, was ich gut finde und sonst was. Nein, das ist ganz, ganz kritisch. Und genauso, woran liegt das? An den Regularien, die wir aktuell einfach haben, um die Energiewerte zu erzielen und so weiter und so fort. Es gibt weiterhin immer wieder Probleme mit Dichtigkeit von Keller, auch wenn du jetzt neu baust. Und man muss mit sogenannter weißer Wanne bauen. So kann man sich das vorstellen, wie der Name eigentlich auch schon sagt. Trotz dessen muss man über die Dichtigkeit, dass ein Keller immer nass werden kann, natürlich Gedanken drüber machen. Ist ein ganz, ganz umfangreiches, schreckliches Thema. Also deswegen haben wir uns dagegen entschlossen, weil wir haben gesagt, dann gewinnt man vielleicht 40 Quadratmeter Nutzfläche. Man kann aber die Gegenrechnung machen. Wir sind hingegangen, haben das Haus vergrößert, sprich auf zwei Etagen, Erdgeschoss und Obergeschoss, haben wir das Haus um 2,5 Meter in der Länge vergrößert und dementsprechend gewinnen wir 50 Quadratmeter minus die Wände und alles abgezogen, rechnen wir mit 40, 45 Quadrat, aber erstens Fußbodenheizung, zweitens voller Wohnraum, volle Geschosshöhe, alles Unterputz verkabelt, also richtig Wohnfläche. Und dementsprechend ist das ein anderer Wert, für uns zumindest. Ich weiß, jeder sieht da die Prioritäten auch anders. Und jetzt kommt der Preis. 110.000 Euro stand gegenüber ca. 60.000 bis 70.000 Euro für diese Hausvergrößerung. Und da war für uns die Entscheidung, klar, man verliert natürlich noch Platz vom Grundstück, ist natürlich der große Nachteil, aber so war die Entscheidung für uns die bessere. Der nächste spannende Frage, wie quasi gebaut wird, fragt der Maximilian hier. Baust du mit einem Bauunternehmer schlüsselfertig oder beauftragst du die einzelnen Gewerke? Es gibt verschiedene Arten und Möglichkeiten zu bauen. Man beauftragt einen Architekten, ein Architekturbüro oder einen komplett Fertiganbieter und so weiter und so fort. Es gibt zahlreiche. Wir bauen mit einem sogenannten Generalunternehmer. Das heißt, wir haben ein schlüsselfertiges Haus bestellt, sage ich mal in Anführungsstrichen, das wir geliefert bekommen, sofern die Versorgung der Arbeitskräfte genauso wie auch der Materialien funktioniert in diesem Jahr. Und das wird natürlich eine große Herausforderung, ganz klar. Aber nichtsdestotrotz, die organisieren und machen das, abgesehen jetzt hier von dem Tiefbau, den habe ich wiederum mit meinem Vater organisiert, weil wir es nochmal günstiger gemacht haben, einfach. Und haben dieses Gewerk quasi rausgenommen. Ansonsten haben wir auch die Möglichkeit zu sagen, beispielsweise, nee, Fliesen macht ihr doch nicht, wir machen das selbst, ich kenne da einen befreundeten Fliesenleger oder ähnliches. Und
Klar, für eine Finanzierung her und alles ist natürlich super, super schwierig aktuell. Aber ihr habt das in den Kommentaren bestimmt auch gesehen. Grüße gehen raus an den Uli beispielsweise. Der hat sich angeboten, bei mir die Fliesen zu legen. Und so gibt es natürlich die Möglichkeiten, dass man das natürlich auch medial dann begleitet. Also wenn ihr irgendwas könnt, ich brauche gerade aktuell gute Handwerker. So Leute, ich muss mal die Location wechseln, wurde doch ein bisschen frisch. Hier ist natürlich kaum noch ein Haus auf diesem Gebiet hier und dementsprechend ist es natürlich ordentlich windig. Also, nächste Frage vom Martin. Wie hoch wird die Bodenplatte oder warum wurde so tief ausgeschachtet? Liegt das am Grundstück am Hang? Ja, natürlich, liegt am Grundstück, ganz klar. Es wird als erstes immer ein Bodengutachten gemacht von dem Boden, wo du bauen möchtest. Und dann wird geguckt, wo ist Mutterboden, wo ist die härtere Gesteinsschicht, was auch immer, was da alles ganz genau drin ist im Boden. Und dann wird geguckt, wie viel quasi abgenommen werden muss. Und das waren hier, waren es 50 oder 80 Zentimeter? Ich glaube, es waren sogar 80 Zentimeter, die entnommen werden mussten. Und darauf wiederum kamen 50 oder 80, ich vertausche jetzt die Werte bestimmt. Der Frostschutzschotter, der jetzt hier ist, der musste dann dementsprechend hochgebaut werden. So, und dann verdichtet werden und so alles. Guck da gerne nochmal mein zweites Video zu dem Tiefbauer speziell. Da hatte ich ja darüber gesprochen. Ja, und dementsprechend, jetzt kommt noch die Bodenplatte drauf, hatte ich in dem Video auch gesagt. Die wird wiederum nochmal 50 cm hoch sein insgesamt, weil da alleine ein paar Zentimeter, ich habe die Zahl nicht ganz genau im Kopf, eine spezielle Dämmung nochmal drunter kommt, weil es wird ja zwangsläufig so passieren, dass einfach der Boden mal friert im Winter. Wir wohnen hier halt auf über 200 Höhenmetern und dementsprechend passiert das halt hier. Und dann könnte es halt so ein bisschen durchfrieren Richtung Haus, quasi Richtung Fußbodenheizung, sodass sie da heißer laufen würde. Und bei einem KfW 40+, soweit ich informiert bin, ist das verpflichtend, dass man nämlich diese Dämmmatte mit einbringt zum Beispiel. Natürlich auch eine sehr, sehr häufig gestellte Frage, wie groß ist das Grundstück? Das Grundstück hat knapp 500 Quadrat, also nicht sonderlich groß. Das hat natürlich seine Vorteile, es hat seine Nachteile. Ein Vorteil ist natürlich, man muss nicht so viel pflegen, man muss nicht so viel machen, man muss nicht so viel Grundsteuer B und so, die wird ja auch dieses Jahr aktualisiert leider, bezahlen. Kostet trotz dessen noch viel Geld. Natürlich hat man die Nachbarn nicht so weit von sich entfernt. Das ist so der Nachteil. Und natürlich die Situation, man muss natürlich auch erstmal 500 Quadratmeter kaufen können. Je nachdem, wo man das macht, bei welchem Bodenrichtwert, ist das schon viel zu viel. Ich kenne Grundstücke hier auch in der Gegend und die sind teilweise mit 280, 320 Quadratmetern. Je nachdem, wo man guckt, kann man die schon nicht mehr bezahlen. Also es gibt hier Regionen in der Ecke, da zahlst du 1000 Euro pro Quadratmeter. Sorry, aber das ist unfassbar. Für andere Leute kaufen für 500.000 Euro ein Haus. Und selbst das ist ja mega teuer schon. Einfach der Wahnsinn. Also die Preise gehen halt zurzeit wirklich durch die Decke. Ja, die nächste Frage, klar, wenn wir Grundstücksgröße sprechen, auch über die Hausgröße. Und da wird ja jetzt zum Beispiel eine Terrasse irgendwie halb berechnet und so weiter zu 50%. Also kurzum, es sind 190 Quadratmeter Wohnfläche ungefähr. Das hört sich riesengroß an, das ist auch groß. Warum ist das groß? Es kommen zwei Büros rein. Das ist es halt einfach. Das kann ich halt auch steuerlich natürlich geltend machen, weil das mein Arbeitsbereich ist, mein Büro und von meiner Lebensgefährtin ebenso. Die wird natürlich auch in dem Haus ein Büro haben, wo wir sagen, man spart sich die Spritkosten etc. Also waren zahlreiche finanzielle Überlegungen, die wir natürlich angestrengt haben, um unsere aktuelle Situation halt einfach auch deutlich attraktiver zu machen in der Mietswohnung, wo es halt nicht geht, wo nur ich ein Büro habe. Ja, der Mike schreibt hier auch beispielsweise noch, hi Olli. Wie viel Quadratmeter sind das? Wir haben jetzt ein Grundstück in Mönchengladbach für 103.000 Euro und 320 Quadratmeter nach einem Auslosungsverfahren bekommen. Also das ist halt total pervers. Davon habe ich auch schon mal gehört, Auslosungsverfahren, Losverfahren, dass man Glück haben muss, dass man etwas kaufen darf. Und ja, wir hatten auch tierisches Glück, dass wir dieses Grundstück hier kaufen konnten. Hier war Nachfrage für Grundstücke, Leute, das könnt ihr euch nicht mehr vorstellen. Die hätten, lass mich hochrechnen, 8-mal so viele Grundstücke hier innerhalb einer Stunde verkaufen können, wie sie verkauft haben, weil die Grundstücke alle weg waren. Das war eine gigantische Anfrage. Und der Bodenrichtwert hier in der Ecke ist auch nochmal seit dem letzten Jahr, als wir schon gekauft haben, um über 10% gestiegen. Also was zurzeit passiert, ist nicht mehr normal. Die nächste Frage haben auch einige von euch gestellt. Hier eine exemplarisch vom Diesel 1810. Möchtest du uns eine Vorstellung vom Haus zeigen? 3D-Bilder, Pläne, Animationen, also auch Grundriss und so weiter. Jo, gerne. Muss ich allerdings mit der Architektin absprechen nochmal, ob das in Ordnung ist, dass ich die veröffentliche. Aber sobald ich da eine Info habe, kann ich das natürlich gerne machen. Können wir auf jeden Fall cool machen. Dann eine Frage vom Koray.
Frage, sind die angrenzenden Straßen an deinem Grundstück erschlossen? Nicht, dass es eine böse Überraschung gibt. Ja, das ist ein voll neues Wohngebiet oder wie man das auch immer hier nennt. Und hier ist alles erschlossen. Dementsprechend sind natürlich auch die Quadratmeterpreise hier gewesen. Jo, also dementsprechend ja, ist es. Und irgendeine Frage war noch irgendwas mit den Straßen, aber ja, das ist ein ganz normales Wohngebiet hier. Dann hat der eine oder andere gefragt, klar, ich habe ja auch darum gebeten, Ideen für den Gartenbereich da hinten zu geben und das ist ja abschüssig und man muss es natürlich abstützen, ist mir alles bewusst und so weiter und so fort. Jetzt schreibt aber der Kai hier auch noch, bevor du alles wegbaggerst, lass doch das Bett mehr auffüllen, damit das Haus höher kommt. Wir leben hier in Deutschland. Du glaubst doch nicht, dass du einfach ein Haus so hoch bauen kannst, wie du willst, wie du möchtest. Nein, ernsthaft. Der Bebauungsplan sieht es anders vor. Der Bebauungsplan sieht es so vor, wie es hier gemacht wurde. Da ist irgendjemand lang. Und dementsprechend war es nicht möglich. Man musste hier diese Gründung machen, wie ich sie gemacht habe, laut Bodengutachten und von der Haushöhe. Ich dürfte jetzt nicht hingehen und schütte jetzt hier einfach noch 50 oder einen Meter mehr von dem Frostschutzschotter hin und komme dann höher. Das geht hier, zumindest hier bei uns im Graugebiet, leider nicht. No. Und nebenbei gesagt, auf der Erde, die man da wegnimmt, da könnte man das sowieso nicht machen. Das wird nicht funktionieren, das geht nicht. Das müsste halt wirklich Frostschutzschotter sein. Ja, hier war noch sowas. SCP sagt hier, klasse Olli, danke. Gibt es bekannte Grundwasserprobleme? Grundwasser zu hoch? Wenn ja, wäre eine weiße Wanne nötig. Weiße Wanne, wie gesagt, hatten wir ja vorhin auch drüber gesprochen bezüglich im Keller. Und nein, Grundwasserprobleme sind hier nicht bekannt. Wir liegen ja auch hier ordentlich hoch. Nö. Da gibt es zum Glück keine Probleme. Aber sowas ist natürlich auch immer wirklich sehr wichtig. Grundstückswahl oder überhaupt Gegend aussuchen, wo man bauen möchte und so weiter. Da auf jeden Fall drauf achten. Ja, hier beispielsweise von der Sabine. Du bist noch jung, Olli, hast recht und baust dir ein Haus. Ob man ein Leben lang Miete zahlt oder ein Haus abbezahlt, irgendwann ist es dann deins. Unser Sohn baut auch ein Okalhaus ohne Keller. Grüße gehen raus an die Sabine und deinen Sohn. Und sowas haben viele von euch geschrieben, aber auch kritisch hier. Der Toni zum Beispiel, dass im Telegram-Channel es Leute geben würde, denen es nicht gefällt, dass ich mir ein Haus baue. Und dann muss man wirklich an der Stelle sagen, schade. Das ist wirklich so schade, weil warum freut man sich nicht von anderen in Deutschland? In Deutschland ist es wirklich immer so, nee, der hat mehr als ich oder der macht jetzt etwas, was mir nicht gefällt, was ich nicht nachvollziehen kann, wo viele auch sagen, kann ich ja verstehen, ist ja auch okay, sagen, nö, aktuell in Deutschland bauen, total risikoreich, viel zu teuer, unmöglich und alles, kann ich verstehen. Aber warum wird es mir missgönnt? Das finde ich so schade, weil wenn jemand hingeht und sagt, yo, das möchte ich gerade machen, das ist das Beste für meine Person, für meine Familie, um meiner Familie das Beste zu ermöglichen. Und ich habe gerade die Möglichkeit, um das zu machen, aus welcher Situation auch immer, Kryptowährungen, Aktienanlagen, die funktioniert haben, andere Ideen, sich ein Leben lang den Buckelwund gearbeitet oder sonst was und einfach Glück gehabt vielleicht auch im Leben, dann finde ich, ist das doch in Ordnung oder sehe ich das falsch? Und ich finde es wirklich so traurig, dass diese deutsche Mentalität so ist, dass man dann anfängt, der macht und das. Also mir kommt sowas nicht in den Sinn. Ich finde das ganz unangenehm. Also schreibt mal eure Meinung unten rein. Ja, Freunde, das waren so eure Fragen. Waren noch zahlreiche mehr, aber mir ist zu kalt. Ich muss auch wieder weiter nach Hause arbeiten. Dementsprechend, Dankeschön fürs Zuschauen. Freut mich, wenn euch der Content gefällt. Gerne auch kritische Fragen rein. Das ist ja auch in Ordnung. Gar keine Frage. Und dementsprechend, haut rein. Freut mich, dass ihr dabei seid. Abonniert den Kanal gerne, wenn ihr neu seid. Bis zum nächsten und ciao.